Ja, für die Teilnehmer bei der Wanderfreizeit gab es jetzt glatt eine Erinnerung. Wir standen an der Winterhartquelle und haben aus der Quelle getrunken und haben gesagt, wir müssen singen. Leben aus der Quelle, und haben dann schließlich dieses Lied gesungen. Und an einer Quelle es zu singen mit frischem Quellwasser dabei, das ist schon was Besonderes. Das ist schon was Gutes. Ja, heute sind es zwei kleine Abschnitte, über die wir nachdenken werden, auf die wir hören werden. Die stammen beide von Lukas. Lukas hat ja ein Doppelwerk geschrieben. Das Lukas-Evangelium, quasi der erste Teil, und die Apostelgeschichte, der zweite Teil. Und aus dem Ende des ersten Teils, Lukas 24, und aus dem Anfang des zweiten Teils nun jeweils einen kleinen Abschnitt. Da öffnete er, Jesus der Auferstandene, ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an seid ihr dafür Zeugen. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Heute, wie gesagt, endet eine schöne Zeit, die Single-Wander-Freizeit. Jedes Jahr im Frühjahr bieten wir sie an bei uns im Haus. Und neben vielen schönen Wanderungen, die wir gemacht haben, ich glaube annähernd 50 Kilometer sind wir in diesen Tagen miteinander unterwegs gewesen, in schönen Gegenden in der näheren und weiteren Umgebung, bei Sonnenschein, strahlendem Sonnenschein und bei strömendem Regen. Alles haben wir genossen und miteinander erlebt. Haben wir uns also auch thematisch ein wenig in Bibelarbeiten mit einem Thema beschäftigt, und zwar mit den Aufbruchsgeschichten, mit einigen Aufbruchsgeschichten aus der Bibel. Auslöser dazu war dieses schöne Lied von Klaus-Peter Hertzsch, Vertraut den neuen Wegen, und in der dritten Strophe steht etwas von Aufbruch. Wer aufbricht, der darf hoffen, in Zeit und Ewigkeit, die Tore stehen offen, das Land ist hell und weit. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. Es ist schon mal interessant, wenn man die Bibel mit verschiedenen Aspekten einmal durchblättert. Und wenn man das mit dem Aspekt der Aufbruchgeschichten, des Aufbruchs tut, da ist man erstaunt, wie viel Aufbruchsgeschichten die Bibel zu bieten hat. Es ist eine enorme Menge, und man kann dann nur auswählen, aber jede dieser Geschichten ist es wert, dass man tiefer und konzentrierter in sie eindringt, als man es normalerweise tut. Man kommt nicht vorbei an Abraham. Und Abraham mit seinem Anknüpfen an einen schon mal geschehenen Aufbruch und an seine Abgrenzung zu dem, was da aus der Vergangenheit ihm mitgegeben ist. Beides ist da, Anknüpfung und Abgrenzung, wie in unserem Leben auch. Man kommt zu Jakob und seinem traumhaften Aufbruch mit einem Traum, an dem sich entscheidet, ob man ein Traumtänzer ist oder ob man eine große Verheißung hat, auf der man mutig und zuversichtlich einen Aufbruch wagen kann.
Josef haben wir betrachtet und seinen unfreiwilligen Aufbruch nach Ägypten. Und wir haben auch Israels Auszug aus Ägypten betrachtet, der ein Aufbruch war mit Umwegen, die gleich am Anfang eingeschlagen wurden. Und haben uns die Frage gestellt, wie ist das mit dem ungesuchten Leid in unserem Leben, das auch irgendwie mit Aufbrüchen verbunden ist. Manchmal beginnt ein Aufbruch gerade mitten in einem ungesuchten Leiden. Und wie ist das mit den unerfüllten Verheißungen, die wir gerne direkt und sofort erfüllt sehen würden und die so lange auf sich warten lassen? Und schließlich haben wir uns auch mit Israels Auszug aus Babylon befasst, dem Aufbruch, der nicht geschehen wäre ohne fremde Hilfe, ohne die Hilfe von Fremden, von denen, die nicht zum Volk dazugehörten. Wohltaten, die geschehen sind durch Heiden an Israel, Schutz, Bewahrung und die Zuwendung von Reichtum. In den morgendlichen Impulsen, mit denen wir in den Tag gestartet sind, haben wir uns konzentriert auf Jesus. Jesus bricht auf aus der Herrlichkeit des Vaters in die Niedrigkeit dieser Welt. Er wird ein Mensch, er geht hinunter, er entäußert sich, er hält es nicht fest, die Herrlichkeit Gottes Sohn zu sein. Aus dem normalen Leben bricht er auf in das Leben im messianischen Dienst für sein Volk. Aus der Freiheit bricht er auf in die Gefangenschaft, in das Leiden und in den Tod. Aus dem Tod bricht er hindurch und auf in ein neues, ewiges Leben. Und wir warten miteinander, dass er wiederkommen wird, aufbrechen wird aus dem Herrschaftsbereich, der jetzt schon ungefragt seiner ist, hinein in diese vom Teufel gequälte und von Tod gekennzeichnete Welt, um alles neu zu machen. Ein Aufbruch, den wir noch ersehnen, zu dem wir noch rufen, Maranatha, unser Herr, komm. Und heute nun der Aufbruch des Evangeliums in die Welt. Ein Aufbruch, der heute auch als Bitte da ist. Mission. Es geht um Mission. Mission ist ein Geschehen, das nicht unser Programm ist, nicht unser Projekt ist, nicht unsere Initiative ist, sondern von Gott her gestartet wird. Es ist sein Projekt. Es ist sein Programm. Es ist seine Initiative. Und dieses Programm und diese Initiative beginnt mit Pfingsten. Pfingsten ist das große Aufbruchssignal, dass das Evangelium in die Welt will. Es wäre übrigens auch nicht nach Langensteinbach gekommen, wenn es dieses Aufbruchssignal nicht gegeben hätte. Pfingsten ist per se ein Missionsfest, nicht nur in Liebenzell, da ist es jedes Jahr auch zu Pfingsten, jetzt im Moment gerade das große Missionsfest der Liebenzeller Mission. Und es ist ein Missionsfest, merkwürdigerweise, weil es jüdisch gesehen ein Erntedankfest war. Interessant. Shavuot ist ein Erntedankfest. Und dass Erntedank und Mission miteinander zu tun haben, das hat Jesus selbst an einem Gleichnis deutlich gemacht. Er hat gesagt, die Ernte ist groß und wenige sind der Arbeiter. Und in unserer Gesellschaft hätte man gesagt, und wenn das so ist, dann mach mal den anderen Beine, dass sie jetzt auch rangehen. Dann rede den anderen mal ins Gewissen, dass sie ihre Schläfrigkeit überwinden und dass die Mission ein großes Projekt ist, das sie auch mit angreifen müssen. Dann hätte man gedrückt und gedroht und versucht zu motivieren. Aber Jesus sagt, darum bittet den Herrn
der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Es ist sein Projekt, nicht unseres. Es ist sein Programm. Es ist seine Initiative. Und wenn zu wenig Arbeiter da sind, dann bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ein Erntedankfest als Initialzündung Gottes zur Mission, zur Weltmission, dass das Evangelium herauskommt, herauskommt aus dem jüdischen Innenbereich in die Weite der Welt. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Das heißt dieses Lied. Und in der Strophe, die ziemlich am Ende des Liedes ist, heißt es, O Heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern. Lieben Zell kann Pfingstfest feiern, wir können heute ein Pfingstfest feiern, das kann alles religiös-menschliches Geschehen sein. Aber Gottes Geist kann ein Pfingstfest schenken, nah und fern. Mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. Öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund. Versteht ihr, kein Herz geht auf, ohne dass Gottes Geist das Herz auftut, keins. Und wir kriegen den Mund nicht auf, das Geheimnis des Evangeliums zu sagen, wenn Gottes Geist uns nicht die richtigen Worte gibt und den richtigen Ton. Ausgehend von Jerusalem in konzentrischen Kreisen, so beschreibt der Lukas das in seiner Apostelgeschichte, geht nun das Evangelium in der Kraft des Geistes einen Schritt nach dem anderen. Erst in Jerusalem kommt eine große Schar Menschen zum Glauben durch die Predigt von Petrus. Dann geht das Evangelium weiter ins jüdische Umland. Interessanterweise durch die Wirksamkeit der Diakone, der Stephanus, der Philippus. Sie wirken eigentlich auch im diakonischen Sinn, indem sie den Witwen und den griechischen Witwen die nötige Versorgung zuteil werden lassen. Aber sie sind auch Verkündiger und sie bringen das Evangelium ins jüdische Umfeld. Und sie bringen es nach Samarien. Die nächste Erweiterung. Samarien nimmt das Evangelium an und Petrus kommt und sieht, das ist Gottes Werk. Und sie werden getauft und sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt, die Samaritaner, die zum Glauben gekommen sind. Und dann geht die weitest große Geschichte der Apostelgeschichte Stück für Stück in die Weite der Heidenwelt durch Paulus, den Völkerapostel. So hatte es Jesus gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein. In Jerusalem anfangen und in Judäa und in Samarien und bis an das Ende der Welt. Da hat er übrigens auch an Langensteinbach gedacht, mit dem Ende der Welt. Kommt uns ein bisschen komisch vor. Wir denken, wir sind der Nabel der Welt. Aber von Jerusalem aus gesehen sind wir auf den Inseln irgendwo und hinter den Inseln und gehören damit eher an das Ende der Welt. Fängt nicht mit Europa an, die Mission, sondern fängt mit Jerusalem an und ist auch dort verwurzelt und bleibt auch dort verwurzelt. Deswegen hat es der Heilige Geist auch immer im Blick, bis heute, dass das Volk, das Gottes ursprungs erwähltes Volk ist, Israel, erreicht wird eines Tages, sich diesem Messias Jesus zuwendet, als Volksganzes, nicht nur ein kleiner Teil, nicht nur ein Rest, nicht nur ein paar messianische Juden,
sondern dieses Volk als Ganzes. Und wir sind die Zwischengeschichte, die Vollzahl der Heiden, die gesammelt wird aus allen Völkern. Und wenn diese Vollzahl voll ist, dann wird Gott Israel zu Jesus Christus, seinem Messias, bringen. Durch den Heiligen Geist. Der Anfang der Missionsgeschichte ist also nicht, wir krempeln jetzt die Ärmel hoch, wir brüten uns eine Missionsstrategie aus, wie wir das Evangelium in alle möglichen Erdteile bringen. All das ist da am Anfang nicht, sondern am Anfang ist merkwürdigerweise ein Beten und Warten. Und Jesus selbst sagt das seinen Jüngern: Ihr geht jetzt in die Stadt und ihr wartet, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Ihr wartet, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Ihr könnt das nicht in irgendeiner Art und Weise selber auslösen. Der Heilige Geist ist etwas Unverfügbares. Er bläst dort, wo er will, hat Jesus einmal gesagt. Nicht dort, wo wir wollen, sondern da, wo er will. Aber du kannst warten und du kannst hoffnungsvoll warten und du sollst hoffnungsvoll warten. Und die Jünger sollten das, bis sie angetan werden mit der Kraft aus der Höhe. Und die Frage bleibt da, was ist das für eine Kraft? Was ist das für eine Kraft, die da die Menschen erreicht? Wir haben unsichtbare Kräfte in dieser Welt in Hülle und Fülle. Die kennen wir. Wir sehen sie nicht, aber ihre Auswirkungen spüren wir. Und die Auswirkungen können wir beschreiben, aber wir können die Kräfte selber nicht sehen. Elektrische Kräfte. Ich sehe, wenn das Licht angeht. Wir haben gesehen, wenn einer mit dem E-Bike an uns vorbeizog, Wanderer, den Berg hinauf und keinen Schweißtropfen vergossen hat. Dann haben wir gesagt, das ist eine andere Kraft, die da noch mitspielt. Gell? Schalten Sie die mal aus, da haben Sie mehr Freude dran. Wir haben uns hochgequält als Wanderer auf den Berg hinauf mit unseren Perpedes, mit unseren Beinen und haben einiges an Schweiß vergossen und dann kommt einer da so fröhlich daher, pfeifend dahergeradelt. Und er ist eine unsichtbare Kraft. Die sieht man dann auch irgendwann, sieht man, dass da so ein dickes Teil an seinem Fahrrad ist. Das ist der Akku und er fährt fröhlich mit elektrischer Kraft. Ja, natürlich. Ich sehe, wenn das Licht angeht. Aber wenn ich das Stromkabel dort liegen sehe, dann sehe ich die elektrische Kraft nicht. Es gibt magnetische Kräfte. Wir sehen sie nicht, aber wir sehen ihre Auswirkungen und wir spüren ihre Auswirkungen. Magnetische Kräfte sind zu merken, gerade da, wo Metalle im Spiel sind. Thermische Kräfte merkt man. Wir merken sie an den Auswirkungen. Den einen Tag haben wir Regenwetter gehabt, dass es nur so gegeiert hat. Und wir mussten sagen, okay, wie ist das möglich, dass am nächsten Tag 22 Grad sein sollen? Wir sind da unterwegs von Kaltenbronn zur Grünhütte und sind bei 7,5 Grad unterwegs. 7,5 Grad im schönen Mai. Und am nächsten Tag 22 Grad. Thermische Kräfte, in denen das Wetter sich abspielt, in denen das Wetter und die Winde eine Rolle spielen, wir sehen die nicht. Aber wir merken ihre Auswirkungen sehr wohl. Chemische Kräfte und wellenförmige Kräfte und strahlenmäßige Kräfte. Ich könnte noch weitermachen. Es gibt viele Kräfte in dieser Welt, die wir nicht sehen, aber wir merken sie an ihren Auswirkungen. Wie ist das mit der Kraft aus der Höhe? Sieht man die? Oder merkt man sie an ihren Auswirkungen? Und wenn man sie an ihren Auswirkungen merkt, was merkt man denn dann? Was bringt denn der Heilige Geist? Ist es das Entscheidende, dass da Feuerzungen auf dem Haupt sind? Waren die bei euch? Wenn jetzt Pfingsten entsteht, sind dann Feuerzungen über eurem Haupt? Oder erfüllt ein Rauschen unseren Saal?
Ist das das Entscheidende? Ich versuche es mal zusammenzufassen, was mir wichtig ist, was diese Kraft aus der Höhe eigentlich ins Leben hineinbringt. Sie bringt Licht und Klarheit und Inspiration in unser Denken. Vorher war Verwirrtheit, nicht verstehen, alles nur dunkel. Und auf einmal ist Licht da, ist Klarheit da. Auf einmal erkenne ich, warum das Kreuz so wichtig ist. Auf einmal sehe ich, warum es um Jesus geht und nicht um irgendeinen Religionsführer. Und auf einmal kommt ein Verständnis der Heiligen Schrift in mich hinein. Das ist inspiriert, reingehaucht. Ich lese dieselbe Bibel nochmal neu. Der Heilige Geist bringt Offenheit und Liebe und Gewissheit in unser Herz. Da geht's Herz auf für Gott und sein Wort. Da kommt Liebe von außen herein, die nicht rausgepresst wird aus den Tiefen meiner Seele, sondern die hineingegossen wird in mein Innerstes. Und da gibt's eine Gewissheit trotz aller Infragestellungen in dieser Welt. Eine Gewissheit, die ich mir nicht selber einrede, sondern die geschenkt wird. Der Heilige Geist bringt Freiheit und Freude und Friede in unsere Seele. Die großen drei FRs, die jeder Mensch ersehnt in dieser Welt. Er sehnt sie zutiefst innerlich, wirklich frei zu sein, eine echte, wirkliche Freude zu finden. Und zu einem ehrlichen und wirklichen und umfassenden Frieden zu kommen. Ein Friede mit sich selbst, ein Friede mit den Menschen, mit denen man lebt, ein Friede mit Gott, ein Friede mit der ganzen Kreatur. Tiefe Sehnsucht. Und hier sitzt kein Mensch, der diese Sehnsucht nicht auch in sich hat. Wir suchen sie manchmal auf ganz abstrusen Wegen und es gibt fürchterliche Irrwege, um genau an dieses Ziel zu kommen. Aber was gesucht wird, ist Freiheit und ist Freude und ist Frieden. Der Heilige Geist bringt aber auch Vollmacht und Mut und Segen in unser Reden und Handeln. Dass von unserem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen sollen. Vom Leib Jesu fließen sie auf jeden Fall und auch von unserem Leib dürfen sie fließen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dass wir Mut haben in einer Welt, in der die Angst regiert, dass es Vollmacht gibt, Vollmacht zu handeln, nicht Macht auszuüben, sondern in Vollmacht zu handeln. In einer Welt der tobenden Geister und Dämonen, dass es Vollmacht gibt, einen Menschen die Vergebung der Sünden zuzusprechen und ihm Freiheit zu geben. Das schenkt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist schenkt die Gegenwart Gottes. Dass man zusammenkommt und hat nicht nur einen religiösen Erinnerungsverein, sondern dass Gott da ist. Unter uns, gegenwärtig. Dass es eine Begegnung gibt mit Jesus. Nicht ein auswendig Lernen von dem, was Jesus alles getan hat und was er alles gesagt hat, als intellektuelle oder religiöse Übung für unser Gehirn, sondern eine Begegnung mit ihm. Wir haben als Wandergruppe da draußen in der schönen Natur gerne mal angestimmt, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Und eine dieser Strophen, wir haben sie da nicht gesungen, die müssten dann heute angestimmt werden hier. Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, kann das passieren? Das kann passieren. Du bist im Gottesdienst und da ist das nicht... Da ist das egal, dass da vorne der Dietmar Kammler steht. Das ist vollkommen egal, weil Jesus jetzt dir begegnet.
und mit dir reden will. Er gebraucht dieses Werkzeug vielleicht dazu jetzt in diesem Moment, aber das ist seine Souveränität, dass er das tut. Vielleicht gebraucht er auch ein Zeugnis, das jemand anderes sagt. Vielleicht gebraucht er auch ein Lied. Und er begegnet dir. Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet. Was für eine großartige Erfahrung, die mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Und der Heilige Geist schenkt eine vollkommene Gemeinschaft, eine echte Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, in der nicht wieder die alten Hürden aufgerichtet werden, die man kennt, dass der eine außen ist und der andere innen ist. Der Zaun ist abgebrochen zwischen Heiden und Juden, sagt der Paulus im Epheserbrief. Wollt ihr ihn wieder aufrichten? Soll er wieder aufgerichtet werden? Nein, der soll nicht wieder aufgerichtet werden. Gott hat aus Zweien eins gemacht. Und es gibt so viele Zäune, die aufgerichtet werden zwischen Menschen. Wo der eine auf der einen Seite und der andere auf der anderen Seite des Zaunes ist. Und man nicht wirkliche Gemeinschaft hat. Auch wenn man an Christus glaubt, ist diese fürchterliche Wirklichkeit schon im ersten Korintherbrief beschrieben, die da Wirklichkeit wurde und bis heute anhält unter die 20.000 Denominationen, die sich zu einem großen Teil auch gegenseitig innerlich ablehnen. Grenzziehungen. Aber der Heilige Geist schenkt Gemeinschaft. Da musst du dich nicht abgrenzen. Da bist du auf einmal in einer großen Gemeinschaft miteinander zusammen. Eine Gemeinschaft, die Gottes Geist schenkt. Keine menschengemachte Ökumene, überhaupt nicht, sondern eine von Gottes Geist gewirkte Ökumene. Ist egal, ob einer aus Afrika kommt oder wie ihr aus Thailand kommt, nicht wahr, da hinten, wir freuen uns. Oder einer aus Europa kommt oder einer kommt aus irgendeinem anderen Teil, aus Südamerika oder wo auch immer. Und man ist eins, eine Gemeinschaft, die der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist bringt Licht und Klarheit, das sagt Paulus, da ist erst einmal Tohuwabohu und dann macht Gott das Licht an. Das war bei ihm so und das ist bei vielen von uns so. Da ist erstmal Dunkelheit, man sieht gar nichts und dann kann Gott Licht anmachen. Ich bin dankbar für die Gespräche, wo Menschen einem offen sagen, ich bin da im Moment, ich bin zwar in dem ganzen frommen Laden mit dabei und ich schwimme immer schon mit, aber eigentlich weiß ich gar nichts, eigentlich ist alles dunkel. Eigentlich sehe ich gar nichts. Wo man sagen kann, lass uns rufen, dass Gott seinen Geist schenkt. Er ist der Einzige, der Licht macht. Gott sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorscheinen. Und es ward Licht. Hab doch den Mut, das Pfingstfest als eine Einladung zu verstehen, das zu beten. Der Heilige Geist gibt die Inspiration, wenn du zur Rechenschaft gezogen wirst. Das kann kommen, das kann schneller kommen, als wir denken. Und dann stehen wir vor Gerichten. Und dann haben wir uns zu rechtfertigen, warum wir die Bibel aufschlagen und warum die Bibel für uns maßgeblich ist. Fürchte dich nicht. In der Zeit, in der Stunde wird dir gegeben werden, was du zu sagen hast. Das ist Inspiration. Schenkt Gott. Der Heilige Geist gibt Offenheit und Liebe und Gewissheit in unser Herz. Ja, die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen und sie will wieder neu ausgegossen werden. Das heißt Trichter, offen halten. Herr, gießt du das aus in mein Herz, was das eine ist, was du suchst und was ich nicht selber geben kann, nämlich deine Liebe. Und dass wir predigen können, ach Mensch, ja, ich bin jetzt solche lange Zeit in dem Predigtdienst und ich weiß, wenn eine Gemeinde betend hinter einem steht und wenn sie es nicht tut, ich weiß es und weiß, was für ein Unterschied das ist. Welche Art der Gewissheit einem geschenkt wird, weil die Gemeinde betet. Welche Art der Kraft möglich ist und welche Art der Kraft nicht möglich ist. Ich habe lange nicht verstanden, wie das möglich ist, dass Jesus nach Nazareth geht und dass es dann bei Markus heißt, er konnte dort keine einzige Tat tun. Warum nicht? Die haben den abgelehnt.
Fertig. Da ging nichts. Jesus! Er konnte dort keine einzige Tat tun, außer ein paar Kranken, denen er die Hände auflegte. Wie wichtig ist das, dass man betet für die Verkündiger, für die Verkündigung, damit Gewissheit da ist. Der Heilige Geist bringt Freude und Freiheit. Ja, das Reich Gottes ist eben nicht Essen und Trinken. Das ist damit gemeint, dass wir uns über irgendwelche Speiseverordnungen streiten oder die Köpfe einschlagen, sondern es ist Freude und es ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist das Entscheidende, das entsteht. Alles andere, alle anderen Streitpunkte, da ist man noch längst nicht beim Eigentlichen. Und der Geist Gottes ist der, der die Freiheit schenkt. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit, da kann ich durchatmen. Wo der Geist Gottes ist, da werde ich nicht in neue Zwänge hineingedrückt. Er gibt mir die Kraft und den Mut. Er hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und die Gemeinde hat nach Pfingsten noch einmal gebetet: Herr, du siehst, wie sie uns drohen. Und jetzt bitte schenke uns doch noch einmal Mut, dass dein Wort ausgeht und dass Heilungen geschehen zu deiner Ehre durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und die Erde erbebte und es gab noch einmal eine Erfüllung. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, da bin ich da. Das macht den Unterschied aus. Kennzeichen des Heiligen Geistes, damit möchte ich schließen, ist, dass das alles geschieht durch einen konzentrierten Hinweis auf Jesus, den fleischgewordenen Sohn des lebendigen Gottes. Das ist das Entscheidende. Und deswegen, an Pfingsten geht es eben nicht um irgendeine Philosophie der Aufklärung und nicht um eine Psychologie und nicht um irgendeine Ideologie der Menschheitsbeglückung. Es geht auch nicht um Demagogie, wie man die Menschen über den Tisch ziehen kann, nicht um Propaganda, nicht um Gruppendynamik, sondern es geht um den fleischgewordenen Sohn des lebendigen Gottes, die Botschaft von ihm. Und deswegen hat Johannes geschrieben: Glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Prüft sie, denn es sind auch falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und deswegen feiern wir Abendmahl. Genau deshalb. Deswegen gibt es die Verkündigung des Evangeliums und die Einladung an diesen Tisch, wo man isst und trinkt. Der Berliner Systematiker Heinrich Vogel hat das, meine ich, in einer wunderbaren Weise auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, im Sakrament, im Abendmahl, wird der Realgrund des Predigtwortes offenbar. Christus, der sich selber gibt, in dem selber unser eines und ganzes Heil beschlossen ist. Durch das Sakrament wird jede ideelle Umdeutung des Predigtwortes durchkreuzt. Ist nicht nur eine Idee, ist nicht nur eine Weltanschauung. Eine Kirche, die Kirche des Wortes ohne Sakrament sein wollte, würde mit dem Sakrament auch das Wort verlieren. Das würde nämlich unter der Hand zu einer menschlichen Theorie werden über Gott und über sein Wesen. Das Wort ist die Wahrheit des Sakramentes und das Sakrament ist die Wirklichkeit des Wortes. Wenn er recht hat, und ich glaube, dass er recht hat, dann kann man am Sonntag in den Gottesdienst gehen und vor allen Dingen auch zum Abendmahl gehen mit einer Bitte:
O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei mir ein. Komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei mir ein. Und dann kann es ein Pfingstfest geben. Ein Pfingstfest, das von dem, der Fleisch wurde für dich, der gekreuzigt wurde für dich, der auferstand für dich und der für dich wiederkommen wird, um dir ein neues Leben und einen neuen Leib in einer neuen Welt zu schenken, zu begegnen. Wir wollen beten miteinander. Herr Jesus Christus, du bist in diese Welt gekommen, du hast nicht festgehalten an der unangreifbaren Herrlichkeit Gottes, in der du gelebt hast. Du bist in die Niedrigkeit des Menschseins eingetreten. Für uns. Wir danken dir dafür. Und wir danken dir, dass du deine Jünger bevollmächtigt hast durch die Gabe des Heiligen Geistes, dein Evangelium in die Welt zu tragen. Und dass du immer wieder Menschen neu mit dieser Kraft des Heiligen Geistes erfüllt hast, dass sie dein Evangelium weitersagen. Und wir danken dir für die Gabe, die du geschenkt hast, dass wir auf das Wesentliche gerichtet werden, wenn wir an deinen Tisch treten. Dein Leib für uns gegeben, dein Blut für uns vergossen, damit wir in dir das Leben haben und damit du in uns lebst, zur Ehre des Vaters. Vater, wir wollen dich anrufen und wollen dir Dank sagen und wollen uns auch in die großen Ziele, die du dieser Welt gegeben hast, hineinstellen und beten miteinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt singen wir dieses alte und schöne Pfingstlied miteinander. O komm, du Geist der Wahrheit.